Hallo und herzlich willkommen zum ersten inhaltlichen Video der Videoreihe Einführung in QGIS. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man das Programm QGIS herunterlädt. Und jetzt möchte ich euch erklären, was QGIS eigentlich ist und wie das Programm aufgebaut ist. Also hauptsächlich gehen wir auf die Benutzeroberfläche ein. QGIS ist ein Geoinformationssystem, das wie andere Geoinformationssysteme auch uns ermöglicht, Daten zu erstellen bzw. zu bearbeiten, abzurufen, zu analysieren und Berechnungen damit durchzuführen und letztendlich darzustellen, also Karten zu erstellen. Was QGIS von anderen Geoinformationssystemen, wie zum Beispiel den ESRI-Produkten, die ihr vielleicht kennt, in Form von ArcMap oder ArcGIS Pro, unterscheidet, ist, dass QGIS ein Open-Source-Programm ist, das heißt, es ist kostenlos und frei verfügbar. Und wieso brauchen wir das? Wieso lernen wir jetzt, wie wir mit QGIS umgehen? Als Geografen müssen wir den Umgang mit Geoinformationssystemen können, da wir das in fast allen zukünftigen Jobs brauchen werden, wie zum Beispiel in der Landschafts- oder Stadtplanung, in der Logistik, im Ressourcenmanagement, aber auch in der physischen Geografie und in vielen verwandten Bereichen. So, jetzt kommen wir zu den ersten Schritten mit QGIS. Wenn ihr das Programm geöffnet habt, kommt ihr einmal auf diese Startseite. Aktuelle Projekte sollte bei euch jetzt erstmal leer sein, wenn ihr das Programm neu installiert habt. Das heißt, wir gehen hier einfach auf ein neues leeres Projekt. Und dann kommen wir zu dieser erstmal leeren Benutzeroberfläche, die ich euch jetzt kurz erkläre. Fangen wir an mit den sogenannten Bedienfeldern. Das ist einmal hier der Browser. Dieser Browser entspricht eurer Dateistruktur auf eurem Computer. Das heißt, alle Ordner und Daten, die ihr in eurem Dateimanager finden würdet, findet ihr auch hier. Zusätzlich haben wir einige andere Funktionen, die wir zum Teil in den nächsten Videos genauer kennenlernen werden. Und wir können Favoriten festlegen. Das heißt, wenn ihr auf einen bestimmten Ordner möglichst schnell zugreifen wollt, weil ihr da alle eure Daten speichern wollt, dann könnt ihr den hier als Favorit hinzufügen, indem ihr einfach auf einen Ordner klickt und dann über Rechtsklick ihn als Favorit hinzufügt. Das habe ich hier schon mit einem Ordner gemacht, in dem ich dann in den folgenden Videos alle Daten speichern werde. Genau, das ist das Bedienfeld der Browser. Dann haben wir hier noch ein zweites sehr wichtiges Bedienfeld und das ist das Bedienfeld Layer. In diesem Bedienfeld werden alle Daten, die wir in den folgenden Videos erstellen bzw. herunterladen, auftauchen in Form von Layern, die wir an- und ausschalten und verschieben können. Das ist jetzt hier noch leer, weil wir einfach noch keine Daten hinzugefügt haben. Aber das gucken wir uns dann auch in den folgenden Videos genauer an. Und als nächstes haben wir hier oben die sogenannten Werkzeugleisten. Hier finden sich ganz viele wichtige Funktionen, die ihr auch zum Teil woanders finden könnt, aber hier ist es eben. Hier habt ihr eben den Schnellzugriff und ihr könnt einfach eure Mauszeiger auf eins der Symbole halten und dann erscheint einmal der Shortcut, also das Tastenkürzel, aber auch eben die Funktion. Genau, und wir haben hier verschiedene Werkzeugleisten. Zum Beispiel haben wir hier einmal eine, um das Projekt an sich zu bearbeiten. Hier haben wir eine Werkzeugleiste zur Navigation in dem Projekt. Wir haben eine Auswahlwerkzeugleiste. Hier haben wir eine Werkzeugleiste, mit der wir Informationen abrufen können und auch statistische Daten und Strecken, Flächen messen können. Eine Werkzeugleiste zur Bearbeitung von Vektorlayern und so weiter. Und genau diese einzelnen Funktionen lernen wir dann in den folgenden Videos genauer kennen. Und hier oben haben wir dann noch einige wichtige Reiter, einmal den Projektreiter, in dem sich auch einige dieser Funktionen aus dieser Werkzeugleiste wiederfinden, also das Speichern des Projektes oder ein neues Projekt öffnen. Und hier kommen wir auch nachher zum Drucklayout, wo wir dann die Karten erstellen. Und wir haben den Reiter Bearbeiten, wo jetzt noch alles ausgegraut ist, weil wir eben noch keine Daten hinzugefügt haben. Und dann haben wir ganz wichtig hier den Ansichtslayer. Falls ihr einmal eins eurer Bedienfelder oder der Werkzeugkästen verloren habt, dann könnt ihr die hier wieder ganz einfach aktivieren. Also nehme ich an, ich habe den Browser
aus Versehen geschlossen, dann kann ich einfach bei Ansicht auf Bedienfelder gehen und den Browser wieder öffnen oder auch eben andere Bedienfelder auswählen, die ich vielleicht gebrauchen könnte. Genauso mit den Werkzeugleisten, auch diese kann ich hier deaktivieren und wieder aktivieren. Jetzt ist das Ganze hier wieder aufgetaucht. Auch die anderen Reiter sind zum Teil sehr wichtig, zum Beispiel der Layer-Reiter, auch den werden wir uns später genauer angucken. Genau, da kann man sich einfach mal ein bisschen durchklicken. Und als letztes haben wir hier unten die sogenannte Statusleiste. Hier finden wir einmal die Koordinaten, ganz wichtig, dann den Maßstab, der hier noch nicht eingestellt ist. Wir können das Ganze vergrößern und drehen und wir haben hier unten rechts in der Ecke das Koordinatensystem, was auch sehr wichtig ist, auf das wir auch in einem einzelnen Video nochmal genauer eingehen können. Aber hier können wir eben das Koordinatensystem sehen und nach Bedarf ändern. Und wenn ich jetzt einmal hier einen Überblick erhalten möchte, kann ich bei diesen Koordinaten einmal World eingeben und dann bekommen wir hier eine ganz grobe Weltkarte, in die wir reinzoomen können. Und hier können wir jetzt einmal zum Beispiel ungefähr auf Aachen zoomen und jetzt sehen wir, was die Koordinaten tatsächlich bedeuten. Also wir haben hier geografische Koordinaten für Aachen ungefähr 50 Grad Nord und 6 Grad Ost. Und jetzt haben wir hier auch einen Layer, den wir ein- und ausschalten können. Mehr zu diesen einzelnen Funktionen lernen wir dann in den folgenden Videos. Jetzt möchte ich euch nur noch zeigen, wie man das Projekt speichern kann. Wir haben natürlich noch nicht viel erstellt, aber wenn ich das jetzt speichern möchte, dann klicke ich hier auf Speichern oder Speichern als, da wir es ja noch nicht gespeichert haben, kommen wir automatisch zu diesem Fenster und dann suchen wir uns einen Speicherort und einen Namen aus und speichern das, wo auch immer wir wollen, und zwar als .qgz, das ist einfach die Endung für die QGIS-Dateien. Und können das Ganze speichern und dann beim nächsten Mal wieder aufrufen. So, das war's erstmal für das erste inhaltliche Video. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in den nächsten Videos.